Band und Sie, das Publikum, sind Teil dieses Experiments. Denn Sie sind ja hier. Vielleicht haben Sie sich schon gefragt, wer hinter meiner Stimme steckt. Angefragt wurde eine menschliche Stimme, die freundlich, aber bestimmt klingt. Nun bin ich eine Playlist. 179 einzelne Tracks, die nacheinander abgespielt bzw. übersprungen werden. In manchen Situationen kann ich auf verschiedene Aussageoptionen zurückgreifen. Die Konferenz der Abwesenden, denn die Vorträge geschrieben haben, sind selbst, konnten an dem Tag nicht kommen. Gekommen sind die Zuschauer, und die Zuschauer machen alleine den ganzen Abend. Man könnte mich einen Experten für die Abwesenheit von Gerechtigkeit nennen. Aber noch viel mehr bin ich Experte für das, was wir hier gerade tun. Für das Vertreten. Ich bin Jupp. Von diesem Jupp spreche ich in der dritten Person. Obwohl ich auch Jupp bin. Ich bin Jupp. Und ich liebe ihn. Wie man sich nur selbst lieben kann. Schritt für Schritt beim Hören, Verstehen. Oh, es geht um das. Okay, ja, aber immer weitersprechen. Aber ich spreche selten als Jupp. Das Besondere hier in der Luxemburger bei den Luxemburger Vorstellungen ist, dass die erste Vorstellung am Montagabend in deutscher Sprache ist und die am Dienstagabend in französischer Sprache. Das ist sozusagen die französische Premiere von Conférence des Absents. Je parle de ce Jupp à la troisième personne. Bien que je sois aussi Jupp, je suis Jupp. Et je l'aime. Comme on peut n'aimer que soi-même. Die Änderung der Sprache, was wird das bedeuten für die Veränderung der Thematik oder auch nicht? Vous pouvez vous rasseoir maintenant. Tout est devenu de plus en plus sombre autour de moi, très lentement. Quelques heures plus tard, ma copine m'a trouvée. Mais je ne pouvais pas communiquer avec elle. Pas le moindre mouvement. Krass, ich glaube, ich habe die ganze Zeit gerade gelacht und dann wusste ich irgendwie gar nicht mehr so ganz. Also dann wurde mir nochmal auf einmal bewusst, okay, ich stehe auf der Bühne und muss ja dann auch irgendwelche passenden Emotionen zu dem Text sagen. Man konzentriert sich auch dann relativ stark darauf, den Text vorzulesen, nichts falsch zu machen, quasi alle Anweisungen irgendwie zu befolgen, sodass ich sagen muss, dass ich inhaltlich von meinem eigenen Text wahrscheinlich somit am wenigsten mitbekommen habe. Ich werde Ihnen den Umschlag mit den Instruktionen übergeben. Das hat voll Spaß gemacht, das zu reden, weil dann war sie auf einmal oben im Universum und dann mit dem Frauenkörper, das fand ich cool. Welche Auswirkungen der Abwesenheit auf den weiblichen Körper hat, denn das ist fast noch gar nicht erforscht. Bis jetzt waren fast nur Männer im Weltall. Man konnte super gut differenzieren zwischen der Flüsterstimme und zwischen der gesprochenen Stimme, was man jetzt nachsprechen sollte. Die Pausen waren gut gesetzt. Also es war wirklich für einen Laien, der den Text nicht kannte, gut umsetzbar. Auch die Instruktionen zu den Bewegungen waren wirklich gut abgestimmt. Das heißt, das Stück zeigt dir von vornherein, du kannst das machen, es ist für dich gemacht. Vielen Dank. Blitzartiger Individuation. Erkenne, wer du bist. Stopp. Halt. Haben Sie mir geglaubt? Beim Geheimdienst habe ich Lügen gelernt. Du hast meine Geschichte als Einzige hier auf dieser Konferenz nicht die ganze Wahrheit. Erfunden wurde sie allerdings für Sie. Und zwar vom ehemaligen Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes, Gerhard Schindler. This is Les Knight saying, I don't see how the intentional creation of one moralist by anyone, anywhere, can be justified today. The last one to go would turn off the lights.
Danke. Bleib einfach hier sitzen und schau noch einen Moment nach oben. Nimm dann nach dieser Ansage die Kopfhörer ab. Ein Fade-out.